So, ich dachte, wir haben schon mal ein sehr interessantes Video von Wissenswert gesehen. Und jetzt gibt es das kuriose Leben von Merkel nach der Kanzlerschaft. Ich bin super gespannt. Da kommen meistens immer ganz schön spannende Fakten. Let's go. Sie hat den Raab gemacht. Am 2. Dezember 2021. Hat die Wok-WM mitgemacht? Oh, ich trinke. 2020 wurde Merkel von tausenden Soldaten und hochrangigen Politikern bei ihrem offiziellen Zapfenstreich verabschiedet und nur eine Woche später ging sie dann auch offiziell in den Ruhestand. Vorher hatte Merkel 16 Jahre lang als die erste Bundeskanzlerin von Deutschland gedient, Deutschland durch zahlreiche Krisen navigiert und wurde mit der Zeit zur damals mächtigsten Frau der Welt. Doch seit gut einem halben Jahr ist von ihr rein gar nichts mehr zu hören. Sie ist kaum in den Medien und gefühlt schon in Vergessenheit geraten. Genau deshalb... Ist Mama Merkel in Vergessenheit geraten? Ich glaube irgendwie nicht. Also ist nicht jeder die ganze Zeit immer am Rumheulen, dass die sagen, Merkel war besser. Also besser weiß ich nicht, ob das Leute sagen, aber ja, schon immer noch der kontinuierliche Vergleich, immer wenn du irgendwie dir was anguckst mit Politik. Wollen wir in diesem Video einen Blick auf das heutige Leben der ehemaligen Kanzlerin werfen. Wir zeigen euch, womit sie sich dieser Tage beschäftigt, welche Rententräume sie sich verwirklichte und ob es vielleicht auch sein kann, dass wir bald wieder mehr von Merkel hören werden. Es wird also interessant. Warum werden wir mehr von ihr hören? Schließlich geht es um niemanden. Sie wird bestimmt ein Buch veröffentlichen, deswegen oder sowas. Geringeren als Angela Merte. Angela Merte. Deshalb bleibt. Wo wäre Teddy ohne Angelo, sage ich. An hier bei Wissenswert. Bevor wir zu dem kommen, was Angela Merkel nun in ihrem Ruhestand so macht, kommen wir erstmal dazu, was sie bisher nicht gemacht hat. Denn das ist mindestens genauso interessant. Sie hat höchstwahrscheinlich sich nicht ordentlich einen Kiffjoint reingedübelt, ne? Würde ich jetzt mal schätzen. Normalerweise ist es für Ex-Kanzler nämlich üblich, in zahlreichen Räten, Gremien und Vorständen zu sitzen, weiterhin bestes Beispiel. Parteipolitisch aktiv zu sein oder in anderer Form gemeinnützig tätig zu sein. Merkel hingegen hat all solche Gelegenheiten bisher ausgeschlagen. So lehnte sie Anfang des Jahres das Angebot von UN-Generalsekretär Antonio Guterres ab, in einem wichtigen UN-Gremium mitzuarbeiten. Interessant. Gerade jetzt wäre vielleicht das nochmal, obwohl, keine Ahnung, UN, UNO, kann man da, sieht man ja auch gerade, ist das dann, also wichtig ja, aber boah. Viel zu komplex Fragestellung, da wollte ich gerade drauf antworten, kann ich überhaupt nicht. Habe ich einfach zu wenig Infos zu. Außerdem lehnte sie so. Hallo, Kedos. Hallo. Hast du schon Shorts gedreht? Sogar den Ehrenvorsitz der CDU ab, mit der Begründung, dass dies nicht mehr zeitgemäß sei. Auch hat sie bisher keine Beraterverträge abgeschlossen, wie das vor ihr fast alle Ex-Kanzler gemacht hatten. Merkel scheint also wirklich in keinster Form daran interessiert zu sein, weiterhin gesellschaftlich große Verantwortung zu übernehmen. Tatsächlich sagte sie das aber auch schon während ihrer Kanzlerschaft. Ihr großer Traum war es immer, im Ruhestand ein eher zurückgezogenes und entschleunigtes Leben zu führen. Aber wie sieht dieses Leben nun aus, jetzt wo der Ruhestand eingeht? Jetzt bin ich gespannt. Getroffen ist. Bisher hat sich zumindest an Merkels Wohnsituation noch nicht viel geändert. Nach wie vor ist ihre Berliner Stadtwohnung am Kupfergraben unweit vom Kanzleramt ihr Erstwohnsitz. Allerdings verbringt sie nun viel mehr Zeit in ihrem Landhaus in dem norddeutschen Dorf Hohenwalde. Das Haus besitzen Merkel und ihr Mann Joachim Sauer schon seit DDR-Zeiten, allerdings konnten sie es während Merkels aktiver politischer Karriere nie wirklich nutzen. Inzwischen ist das jedoch anders. Seit ihrem Zapfenstreich soll Merkel fast jedes Wochenende hier verbringen. Dabei fällt ihr Haus nicht besonders auf. Es ist klein und architektonisch unauffällig. Ich dachte, das ist viel krasser abgesichert. Also liegt das nur an mir? Dachtet ihr auch? Nicht so, das ist so die Altkanzlerin. Sind die nicht auch immer noch so mit SEK und so dauerbewacht dennoch? Weil die haben ja trotzdem wichtige Staatsinfos oder sonst irgendwie Sachen. Aber so einfach so ein komischer Holzgartenzaun, wo du mit so einem Tier-Scooter einfach problemlos durchbrechen könntest, das irgendwie, okay, crazy. Völlig gebaut. Das Einzige, was auffällt, ist eine Überwachungskamera und ein sehr dichter Holzzaun. Hä?
Hä? Ja, okay. Sowas dachte ich nämlich tatsächlich eher. Aber was war das denn dann für ein anderes Bild? Das war dann einfach nur irgendein. Das war dann einfach irgendein anderes Haus oder was? Holzzaun. In Hohenwalde verbringt die Ex-Kanzlerin vor allem gerne Zeit in der Natur und mit Hausfrauentätigkeiten. Vor allem auf den umliegenden Seen unternimmt sie gerne kleine Bootstouren, außerdem pflanzt sie Blumen, Gemüse und Kartoffeln im Garten an und soll laut ihrem Mann ihre freie Zeit auch gerne nutzen, um mehr zu kochen und zu backen, wobei dieser in einem Interview sagte, dass sie dabei tendenziell zu wenig Streusel auf den Streuselkuchen tut. Ihr selbst entwickeltes... Ich liebe Wissenswert, ich liebe es, das sind so random Infos, immer wieder damit, ich liebe, also ich meine das gar nicht böse, ich finde es wirklich so crazy lustig, diese Sätze manchmal. Es ist so voll ernst aufgearbeitet und dann kommt einfach so und dabei sagte ihr Mann, dass sie zu wenig Streusel auf den Streuselkuchen tut und dann geht es einfach weiter mit Infos. Ich finde es einfach nur, also keine Ahnung, ist irgendwie so ein ganz eigener Stil. Ich finde es einfach funny. Das Rezept für eine Kartoffelsuppe mit Lauch und Speck sei hingegen hervorragend. Merkel sagte vor ihrer Amtsverabschiedung auch, dass sie die erste Zeit im Ruhestand vor allem nutzen wolle, um darüber nachzudenken, was sie persönlich eigentlich interessiert. Denn dafür hatte sie laut eigenen Aussagen vorher nie wirklich die Zeit. So werde sie auch viel lesen und vermutlich auch ihrem Interesse an Opernmusik weiter nachgehen. Dazu passt auch eine andere Beobachtung. Denn auch wenn viele Bewohner von Hohenwalde, wie zum Beispiel die Gemeindebürgermeisterin Elke Gabrowski, Merkel als sehr bescheiden beschreiben, sei eins auffällig. Merkel würde scheinbar ungerne angesprochen und signalisiert sehr schnell, dass sie Gespräche oder ähnliches eher vermeiden möchte. Trotzdem wird ihre Länder... Das glaube ich. Da bist du bestimmt auch bis an dein Lebensende in einer sehr merkwürdigen Situation. Also sicherlich... so mit einer der spannendsten Berufe der Welt, die du da machen kannst, wo du extrem viele Opfer auch für bringen musst. Und vor allem halt, wenn das Thema vorbei ist, dann ist es halt trotzdem nicht vorbei, ne? Also immer noch Security, immer wird dich noch jeder irgendwie erkennen, du bist in Geschichtsbüchern natürlich drin, du spielst da so eine Rolle und irgendwie ganz abschalten geht da nie und bestimmt auch neue Kontakte knüpfen dann oder einfach mal ein bisschen sozial sein, ist glaube ich auch was man dann extrem verlernt, weil man einfach auch super vorsichtig ist, bestimmt. Gleiche Idylle noch durch eine Sache getrübt. Als ehemalige Bundeskanzlerin steht sie nämlich permanent unter Personenschutz und wird deshalb stetig von Bodyguards begleitet. Wenn sie beispielsweise zum Brötchen holen fährt, sollen deshalb meistens immer bis zu 6 Autos gleichzeitig vorfahren. Ihre neu gewonnene Zeit nutzte Merkel Anfang diesen Jahres aber auch schon, um sich einen weiteren Ruhestandstraum zu erfüllen. Mit ihrem Mann und einem befreundeten Paar reiste sie gleich mehrere Wochen durch Italien, besuchte dabei zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten und genoss einen ausgiebigen Urlaub. Tatsächlich wird Merkel in Zukunft aber noch öfter in Italien sein. Ihr Mann ist dort nämlich gelegentlich an der Universität von Turin tätig, sodass auch Merkel hin und wieder nach Italien reisen wird. Neben ihren Italienreisen hat Merkel aber auch noch andere ganz konkrete Reisepläne, die sie während ihrer Zeit im Ruhestand noch umsetzen möchte. Merkel hat nämlich in insgesamt 19 Städten auf der Welt eine Ehrendoktorwürde verliehen bekommen und möchte... 19 Städten der Welt? Das heißt, sie hat 19 Doktortitel? Das ist ja Wahnsinn. In ihrem Ruhestand all diese 19 Städte, darunter Seoul, Tel Aviv, Jerusalem, New York, Gent und viele andere Städte auf der ganzen Welt besuchen. Dort will sie dann vor allem kurze Reden halten und Diskussionsrunden mit den Studierenden. Das finde ich gut, das finde ich cool, sowas. Veranstalten. Aber natürlich kann eine Karrierefrau wie Merkel auch im Ruhestand nicht nur die Seele baumeln lassen. Der neue Brauch. Also wie wird jetzt geworkt? Was sind die Infos, die wichtigen Infos? 20, genau, sie hat noch ihren richtigen Doktortitel, der ist kompletter Wahnsinn. Also, crazy. Kann ich auch einen Ehrendoktortitel mal kriegen? So, was muss ich dafür machen? Bundeskanzler dann sein? Verabschiedung fiel eins besonders auf. Merkel beantragte nämlich für ihr Ex-Kanzlerinnenbüro gleich 9 Angestellte. Normalerweise ist das Personal für Ex-Kanzler auf 5 Angestellte beschränkt. Zu ihrem Team gehören daher immer noch ein Büroleiter und ein Stellvertreter, 2 Fachreferenten, 3 Sachbearbeiter und 2 Fahrer.
Diese sind damit beschäftigt, etwaige Termine zu koordinieren, Pressemitteilungen und Reden zu schreiben und Merkels Pflichten als Altkanzlerin zu erfüllen, wobei davon in den letzten Monaten zumindest wenig mitzubekommen war. Neben diesen Pflichten als Altkanzlerin gibt es aber noch ein weiteres Projekt, dem sich Merkel jetzt, wo sie Zeit hat, im Ruhestand widmen möchte. Und zwar arbeitet sie zusammen mit ihrer ehemaligen Büroleiterin Beate Baumann an einer Autobiografie. Diese, sag ich doch, da, das ist schon fast klar, dass da natürlich ein Buch kommt. Schreibt sie derzeit und plant sie in 2 bis 3 Jahren zu veröffentlichen, auch wenn es noch keinen Verleger gäbe. Merkel liest schon so viel über das Buch an die Öffentlichkeit. Es soll in erster Linie ein Rückblick auf ihre wichtigsten politischen Entscheidungen werden, teilweise mit Bezug auf ihren eigenen Lebensweg. Es soll aber keine Nacherzählung ihres gesamten Lebens und vor allem nicht von ihrem Leben vor ihrer Politikkarriere werden. Wobei gerade dieser Teil ihres Lebens äußerst interessant war. Denn vor ihrer Politikkarriere war Merkel drauf und dran, eine bedeutende Wissenschaftlerin zu werden. Sie war eine der ersten deutschen Ob die sich duzen, ne? Ja, Angela. Stell dir mal vor, da gibt es Leute einfach, die sagen zu ihr Angela. Wissenschaftlerin, die Angela. Mit einem IBM-Großrechner arbeitete und schrieb eine hochkarätige Doktorarbeit im Bereich der Abfallentsorgung und Quantenchemie. Während ihrer Zeit als Studentin gab es aber auch noch eine andere Seite von ihr. Laut eigenen Aussagen habe sie damals in Bars und Diskotheken gejobbt. Außerdem gab sie sogar zu, mal eine Hausbesetzerin gewesen zu sein. So habe sie ein Haus in Berlin-Mitte, genauer gesagt in der Marienstraße, besetzt und dort illegal gewohnt. Merkel war also nicht immer die souveräne Staatsfrau, geschweige denn die bescheidene Rentnerin, die sie heute ist. Aber es fragt sich trotzdem, war das alles? Zieht Merkel sich nach all diesen Jahren wirklich einfach zurück, geht noch ein paar Pflichten nach, schreibt ein Buch und genießt sonst nur die Natur der Uckermark und Urlaube in Italien? Tatsächlich ja und nein. Denn in letzter Zeit hat Merkel auf einmal wieder mehr und mehr öffentliche Termine angekündigt. So wird sie bei einigen Anlässen Reden halten, soll einem bekannten deutschen Journalisten bald ein Exklusivinterview geben und bei einigen anderen Veranstaltungen anwesend sein. Einen bekannten deutschen Journalisten? Ich rieche Markus Lanz, wenn man ihn als Journalistin betiteln wollen würde. Ich glaube, er würde da auch gut durchgehen. Außerdem deutete der CDU-Politiker Norbert Röttgen an, dass er einige Gründe hat, davon auszugehen, dass sich Merkel in gewisser Weise zurückschleichen könnte und dass die bisher angekündigten Termine nur der Anfang sein könnten. Zurückschleichen, aber auf Ebene von der CDU? Die hat doch, glaube ich, selber gar keinen Bock mehr auf die CDU gehabt, oder? Aber andererseits gibt es abgesehen von ein paar Terminzusagen keine Anzeichen. Alexander Markus. Die kennen sich auch. Die ist vernetzt, die Frau. Dass Merkel nicht einfach weiterhin in erster Linie ihren Ruhestand genießen möchte. Denn zumindest bisher sieht noch vieles danach aus, als würde es bei Merkels aktuellem Lebensstil bleiben. Daher wollen wir an dieser Stelle nochmal die Gelegenheit nutzen, Angela Merkel zu würdigen. Denn egal, ob man mit all ihren politischen Entscheidungen einverstanden war oder nicht, muss man ihr lassen, dass sie jahrzehntelang ihre Lebenszeit in den Dienst von Deutschland und Europa gestellt hat, dass sie viele wichtige Entscheidungen getroffen hat und dabei stets souverän blieb und dass sie allem Anschein nach dennoch bescheiden geblieben ist und nicht den Geltungsdrang hat, sich weiterhin aufzudrängen. In diesem Sinne wollen wir Angie, der Mutti, Angela oder eben Angelo Merte einfach nur danken für ihre Arbeit. Schreibt uns mal in Angelo. Crazy, ey. Sie hat der CDU vor kurzem alles Gute für die Zukunft gewünscht, ey. Crazy.